nächste Frage der Reizung. Waren Sie auch so naiv wie ich? Haben Sie auch gedacht, dass das Recht auf die Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung noch etwas Heiliges ist in Deutschland? Für mich hat da die Bundespressekonferenz heute die Augen geöffnet, in einem sehr negativen Sinne leider, denn im Zuge von Corona-Maßnahmen ist es nicht mehr weit her mit dem Recht auf die Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung, wie sich heute hier gegenüber herausstellte. Es war sehr spannend heute in der Bundespressekonferenz. Ich geriet wieder mit Herrn Seibert aneinander. Es gab sehr interessante Momente, auch sehr interessante Antworten. Und wie ich das ja schon angekündigt habe, weil ich mich im YouTube-Streik wegen des Streiks befinde, mache ich das Video heute wieder auf Rembel. Schauen Sie unbedingt rein. Es ist wirklich interessant. Das mit der Wohnung ist in meinen Augen unfassbar und es wird auch nicht aufgegriffen. Es scheint niemand zu interessieren von den Kollegen. Die haben ihr Hauptaugenmerk auf den bösen, bösen Demonstranten. Was ich auch noch auf Rembel habe, das ist ein kurzes Video von der Demonstration heute vor dem Kanzleramt. Da war ich dort, sehr bemerkenswert, dass gestern Zehntausende in Berlin auf die Straße gingen gegen den Mietendeckel, der eigentlich etwas Sozialistisches ist, dass die Regierung hier nicht baut, dass man Volksentscheide hat, dass man das Tempelhofer Feld nicht bebaut. Das ist alles wunderbar. Dafür macht man es mit sozialistischen Methoden, so als ob ein Mietendeckel zu mehr Wohnungen führen würde. Der hat dazu geführt, dass man hier kaum noch Wohnungen frei auf dem Markt hat, zu einer Katastrophe, wie man das aus dem Sozialismus kennt. Das ist so naiv wie der Strom kommt aus der Steckdose, also einfach den Preis deckeln und dann funktioniert alles. Ich komme mir manchmal vor hier in Berlin wie in einem Irrenhaus. Dass diese Mietexplosionen auch mit der Europolitik zu tun hat, damit, dass man so viel Geld druckt, oh, großes, großes Tabuthema, um Gottes Willen, da wären dann ja keine Zehntausenden mehr bereit, auf die Straße zu gehen. Und während also Zehntausende gegen den Mietendeckel hier demonstrierten, waren es vor dem Kanzleramt heute 100, vielleicht 200 Menschen, die gegen ein Gesetz demonstrieren, das faktisch die Grundordnung in Deutschland, ja, man soll es jetzt nicht übertreiben, aber doch ein bisschen ankratzt. Also das kann man schon sagen, dass der Föderalismus als Grundprinzip dadurch einen wesentlichen Baustein entzogen bekommt. Also ich halte dieses Gesetz für höchst problematisch. Und ich habe auch mit Seibert heute, da ging es auch nochmal darum, um diese Inzidenzzahl. Also das ist alles beunruhigend. Aber jetzt rede ich hier schon zu viel. Sie sollen ja rüberschauen zu mir auf Rembel, YouTube eine Harke zeigen, weil diese Zensur kann man sich so einfach nicht gefallen lassen. Mein Anwalt, der Joachim Steinhöfel, der hat heute schon die Abmahnung an YouTube geschickt. Ich gehe jetzt da auch juristisch damit dagegen vor, gegen diese Willkür und auch diese Demo heute. Das konnte ich auch jetzt wieder nicht hier auf YouTube hochladen, hätte ich ja wegen des Streiks nicht gemacht. Aber man kann nicht mehr frei berichten im wichtigsten und im monopolisierten Medium, das wir hier für Videos haben. 230.000 Zuschauer, dafür inzwischen schon jedem einzelnen danke. So, und jetzt ist Schluss. Sie sehen gleich noch ein kurzes lichttechnisches Backstage. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns drüben auf Rembel. Alles Gute. Danke. Ciao. Nächste Frage der Reizung.